Guten Tag. Sie fahren den ME81631 nach Lüneburg. Es wurden keine besonderen Vorkommnisse gemeldet. Sie können sich also auf eine ruhige Fahrt freuen. Allerdings müssen Sie wegen des Regens, wegen der Bremswege aufpassen. Gute Fahrt. Und damit herzlich willkommen zu Let's Play Train Simulator 2015. Wir befinden uns, man kann es, denke ich, gut erkennen, am Hamburger Hauptbahnhof und sind heute mit dem Metronom unterwegs, jawohl, und zwar nach Lüneburg. Dann lassen wir gerade erstmal unsere Fahrgäste einsteigen. Draußen ist es ziemlich ekelhaft. In der Realität ist es manchmal auch draußen recht ekelhaft, aber gemeint ist jetzt die virtuelle Realität. Wir können ja mal das Vordach hier verlassen. Dann werden wir es auch gleich sehen. Typisches, stürmisches, nasskaltes Herbstwetter. Sehr, sehr schmuddelig. Ja, Hamburger Wetter, würde ich sagen. In Hamburg regnet es ja gerne mal. Hier fährt gerade der ICE2 davon. Eine BR143 haben wir hier. Mit Regionalbahnwagen. Hier steht der ICE3. Ja, also KI-technisch ist hier ordentlich was los. Wir sollten den Zug auch noch aufrüsten. Das wäre dann fürs Fahren vielleicht auch ganz gut. AFB stellen wir erstmal auf 40. Bremse lösen wir. So, da vorne ist noch rot. Oh. Wir rollen, das ist nicht gut. Sollten wir die Bremse vielleicht noch drin lassen. Ich denke, wir müssen noch auf einen Zug warten. Ich höre ihn auch gerade. Jawohl, eine BR101, ein Intercity. Und dann sollte auch gleich hier unser Signal auf Grün umspringen und wir drücken los. Ach, wie schön. So, dann dürfen wir die Bremse lösen. Und Gas geben. Auf geht's nach Lüneburg. Wir haben einige Zwischenhalte vor uns. Wir sind 50 Minuten knapp unterwegs. So. Die AFB hält die Geschwindigkeit automatisch. Wir sind noch in der Überwachung, da müssen wir, glaube ich, nicht drücken. Wir dürfen ja sowieso nicht schneller fahren. Und wenn dann die Geschwindigkeitsbegrenzung aufgehoben ist, dann dürfen wir uns aus der PZB befreien. Aus der Überwachung, aus dem Überwachungsmodus, der hier durch das Wechselblinken angezeigt wird. Wir dürfen also jetzt nicht schneller als 40 fahren. Vorne haben wir dann ein grünes Hauptsignal. Und 60 sind hier jetzt auch angezeigt gewesen. Das heißt, wir dürfen uns dann gleich befreien. Das tun wir jetzt dann auch. Und beschleunigen auf 60. Und gleich dürfen wir auch auf 80 beschleunigen. Da haben wir schon das Achterschild. Sehr regnerisch, sehr schmuddelig, im wunderschönen Hamburg. Soll ja hier öfters mal vorkommen, dass es regnet. Ne? So, jetzt können wir dann auch
auf die 80 hochbeschleunigen. Der nächste Halt ist im Übrigen Hamburg-Harburg in gut 8 Minuten. Das letzte Metronom-Szenario, da sind wir in die Gegenrichtung gefahren, also nach Hamburg. Das war ja jetzt nicht ganz so erfolgreich. Ich hoffe, das hier wird besser. Es kann ja nur besser werden. Ich bin jetzt nur sehr lange mit der BR423 gefahren im S-Bahn-Betrieb. Da muss man sich jetzt natürlich erstmal wieder hier ein bisschen umgewöhnen. So, gleich dürfen wir dann nochmal beschleunigen auf 120. Wir haben das grüne Signal. Jetzt geht es hier über die Brücke. Keine Ahnung. Das wird wohl eine Brücke über die Elbe sein. Beziehungsweise, ja. Ich denke schon. So. Dann beschleunigen wir auf 120. Meine Damen und Herren, die Deutsche Bahn begrüßt Sie auf dem Metronom von Hamburg Hauptbahnhof nach Lüneburg Hauptbahnhof. Der nächste Halt ist Hamburg-Harburg. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt. Ein Intercity. BR101. Ja, mit den Bremswegen müssen wir ein bisschen aufpassen. Das heißt, wir müssen etwas früher bremsen, als das normal ist. Wir können auch ein bisschen mehr Leistung noch geben hier. Ich denke, man stellt auf volle Leistung bei AFB-Betrieb. Aber keine Ahnung. Das können mir nur die Eisenbahnexperten unter euch sagen, ob das so ist. 60. Viele sagen ja, oder ich habe schon Beiträge gelesen von angeblichen Eisenbahnern, die gesagt haben, der Train Simulator ist überhaupt nicht realistisch. Aber sagen wir es mal so, er gibt gut wieder, was man sich so als Nicht-Eisenbahner vorstellen würde unter dem Betreiben solch einer Lok, das Fahren solch eines Zuges. Und ich denke, dafür ist es ausreichend. Und mittlerweile gibt es ja auch Add-ons, neue Loks, die sehr, sehr, sehr umfangreich sind, was die Funktionen angeht. Und die, denke ich, dem realen Betreiben von der Lok dann durchaus sehr nahe kommen. Klar, die Standarddinger von Aerosoft, die haben ja nicht mal SIVA oder PCB teilweise. Die kann man natürlich mit der Realität nicht wirklich vergleichen. So, da vorne ist dann eine Geschwindigkeitsbegrenzung. Das war der Sander, Entschuldigung. Dann müssen wir mal ein bisschen bremsen. AFB runterstellen. Ja, wir haben noch nicht herausgefunden, wie die Tastaturbelegung ist für die AFB. Ich weiß nur, dass ich mit Y den AFB-Schalter nach oben bewegen kann, aber irgendwie weiß ich nicht, wie es nach unten geht. Ich würde ja jetzt Q vermuten. X war es schon mal nicht, das war nämlich der Sander. Gelbes Signal, aufgepasst. Ja, 80, das passt ja, dann sind wir ja schon fast auf 80.
So. Nochmal gelbes Signal. Wir fahren mal 60. Kann man ja auch mal machen. Bevor wir den Bahnhof eben verpassen. Das wollen wir ja nicht riskieren. Sind wir lieber mal ein paar Minütchen zu spät, aber wir sind überpünktlich. Ankunft wäre erst um 17 Uhr und 13. Und wir haben es erst 17 Uhr und 11, beziehungsweise gleich 12. So, Einfahrt in Hamburg-Harburg. Lassen wir uns mal gemütlich in den Bahnhof rollen. Nochmal die Siefer drücken. So, wir sind natürlich in der Überwachung jetzt. Reinwerfen. Die Texturen sind natürlich in dieser Ansicht nicht ganz so schön. Aber es gibt auch noch eine Innenansicht. Natürlich von oben. Und die ist wirklich gut gelungen. So, Abfahrt ist erst um 17.15 Uhr. Wir haben also noch ein bisschen Zeit. Dann können wir uns ja hier noch ein bisschen umgucken. Dann können wir ja gleich mal schauen, welche Signale uns noch erwarten jetzt auf dem nächsten Streckenabschnitt. Also hier haben wir auf jeden Fall gelbes Signal und 80 sind hier erstmal angesagt. Gut. Also das habe ich jetzt verstanden, die kleinen sind die Vorsignale, die also vor dem Hauptsignal oft schon mehrere Meter, 100 Meter aufgestellt sind, um eben darauf hinzuweisen, wenn am Hauptsignal irgendwie gelb oder rot ist. Und das da oben ist eben ein Hauptsignal und in dem Fall ist es hier miteinander in einem kombiniert. Da drüben haben wir auch einen Metronom, der fährt nach Hamburg zurück. So, dann können wir gleich mal die AFB einstellen auf 80. Ja, das ist immer so ein bisschen sensibel, mit der Maus das zu bedienen, ist nicht so einfach. Also Q ist es nicht, das habe ich gerade gedrückt, da passiert nichts. Aber wir könnten es uns natürlich auf Q legen. Wäre ja auch eine Möglichkeit. So, dann geht's gleich los. 10 Sekündchen, da drüben haben wir einen Güterzug. Wir lösen die Bremse. Und fahren sanft und weich an. Alles schön, ruhig und entspannt. Aber bitte nicht einschlafen, ja? So kann man auch Tote wecken. So, wir befreien uns aus der Überwachung, damit wir dann da vorne auf 80 beschleunigen können. Gelbe Signal müssen wir natürlich bestätigen. Nö. Hat nichts gepiepst, gut. Dann soll es so sein. Also, erstmal 80. Und dann, wenn man da unten mal guckt, sieht man das schön. Bald wieder 160. Also volle Leistung.
Ja, ich bin auch am Überlegen, ob ich mir ein paar Zusatzszenarien auch noch kaufe. Für den Metronom gibt es ja da einige wunderschöne Szenarien aus der Fahrzeitreihe. Die sollen ja wirklich sehr, sehr gut sein. Mal schauen. Gerne natürlich Empfehlungen, was ihr meint, dass ich auch mal zeigen könnte und was ich mir mal zulegen könnte. Ab damit in die Kommentare. Ja, also der Metronom gefällt mir wirklich ausgesprochen gut. Ein wunderschöner Zug. Ich glaube, wir brauchen dann da vorne gar nicht auf 160 beschleunigen. Das lohnt sich ja nicht. Wir dürften jetzt eigentlich schon 120 fahren. Okay, die nehmen wir mal mit. Denn wir haben gleich den nächsten Halt. In Kürze erreichen wir Meckelfeld. Ich glaube, wir sind jetzt in der LZB. Ja. Ein bisschen zu forsch gebremst. Aber die Türen gehen alle auf. Ja, okay. Die hinteren gehen zwar auf, aber auch wieder zu. Ein schöner kleiner Bug. Ja, was ist denn los mit euch, Türschieß? Habt ihr nervöse Zuckungen? Was möchten uns diese Türen damit sagen? So, Abfahrt ist eigentlich erst um 17.24 Uhr. Wir sind viel zu früh. Ne, Quatsch. Entschuldigung. Abfahrt ist 17.19 Uhr. Also jetzt. Alles gut. Oh, ich glaube, wir hatten schon wieder eine Zwangsbremsung. Aber hat mal wieder keiner gemerkt. Denn ich habe ja sowieso schon gebremst. Deswegen haben wir auch so schnell gebremst. So. Wir dürfen wieder. Volle Leistung. Aber wir sind jetzt sowieso in der LZB. Ich verwechsel die beiden immer. Also die vollautomatische Geschwindigkeitsregelung. Also jetzt mit AFB eingeschaltet, muss ich eigentlich gar nichts mehr machen. Wenn also der Magnet überfahren wird, der dann sagt, ab dem nächsten Signal haben wir eine Geschwindigkeitsbegrenzung, dann bremst der Zug automatisch runter. Das hören wir dann immer an diesem Piepsen. Als nächstes zeigt der nämlich schon an, hinter Maschen ist 60. Die AFB ist dann auch schon automatisch auf 60 eingestellt. Da vorne ist ein gelbes Signal. Ja, das zeigt jetzt an 60. Und der Zug bremst nach und nach runter. Aber da wir ja davor den Bahnhof haben, soll mir das recht sein, dann macht er das für mich ja schon an. Ganz automatisch. Ich muss ja eigentlich hier gar nichts mehr machen. Außer Siefer drücken. Nicht vergessen. Immer mal wieder Siefer drücken.
In der Realität drückt man ja auch nicht alle 30 Sekunden, sondern man hat die ganze Zeit den Knopf in der Hand. Also man muss ihn ständig drücken und muss ihn dann alle 30 Sekunden loslassen. Aber das wäre wahrscheinlich im Train Simulator, ja. Ja, klar, ist machbar, alles kein Thema, aber ich glaube, für das Durchschnittspublikum ist das vielleicht ein bisschen zu anstrengend. Da würden sich wahrscheinlich viele beschweren. Ich krieg ja Krämpfe in den Fingern. Was denn das für ein Mist hier? Das kaufe ich aber nicht hier. So ein Scheißspiel. Ja, dann rollen wir gemütlich ein. In Kürze erreichen wir Maschen. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Der Bahnsteig ist großzügig dimensioniert. Da können wir durchaus noch ein Stückchen vorfahren. Jetzt sollte das mit den Türen aber klappen, oder? Oder spacken die da hinten wieder rum? Nee. Dann war dieser Bug wahrscheinlich deswegen, weil der Zug nicht richtig am Bahnsteig stand. Normalerweise gehen die Türen dann ja gar nicht auf. Also, wenn der Zug zu weit vorne oder zu weit hinten steht, gehen die entsprechenden Türen an dieser Stelle ja nicht auf. Ja, in dem Fall gingen sie dann doch auf, aber eben gleich wieder zu. Keine Ahnung, ob das jetzt ein spezieller Metronom-Bug ist oder ob das an dem Bahnsteig lag. Keine Ahnung. So, Abfahrt hier. 17 Uhr 24. Wir haben also noch ein paar Sekündchen. Ein Schiedwede, würde man hier in Niedersachsen sagen. Also im Raum Hamburg an der schönen Nordsee. So. Bremse lösen und los geht's. Ein bisschen rucki-zucki hier angefahren. Ja, 60 sind jetzt automatisch auch eingestellt im System. Und ab hier, da sieht man es oben auch an dem spitzen Schildchen, gelten diese 60 dann. Also diese LZB ist schon eine feine Erfindung, muss ich sagen. Und die meisten modernen Züge haben dieses System ja auch an Bord. Und gerade im Regionalverkehrsbetrieb, beziehungsweise im Intercity und Intercity Expressbetrieb, lohnt sich das ja auch. Bei S-Bahn, denke ich, ist es ein bisschen nervig, weil man ja sowieso alle paar Sekündchen an irgendeinem Bahnhof halten muss.